oder? Hallo, hier ist wieder Tommy und wir spielen weiter mit Lego City Undercover und Java ist Undercover mit dabei. Hallo. Ich bin der Undercover-Boss. Wir haben hier so krass viele von diesen Dingsies, von diesen Steinen. Eigentlich müssten wir mal uns weitere Fahrzeuge so kaufen oder sowas. Da. Mal, die können wir uns alle kaufen. Bam! Das war der Ranger, ne? Kaufen. Den da, der Überwachungsvan, den haben wir jetzt auch, ja. Ja, nimm den mal. Einen blauen Überwachungsvan. Huch. Dedeo. Das ist so ein, da kann man sogar einsperren. Oh, du gehst hinten rein. Oh, ich sehe mich nicht. Doch, da hinten sitze ich. Kann ich hier Blaulicht anmachen? Oh ja, geil. Achtung, Polizeieinsatz! Polizeieinsatz! Wir müssen auf die andere Seite vom Bahnhof. Oh, da kann man runterfahren. Achtung, Polizeieinsatz! Polizeieinsatz! Oh, wir hängen fest. Krieg ich den kleiner? Ja, wir müssen den erstmal. Wir müssen auch ein Cabrio machen. Warte mal. Ich bin Profi dafür. Boah, der. Nochmal. Perfekt. Und rein da wieder perfekt. In den Van. Polizeiangelegenheit, Polizeiangelegenheit, wir müssen hier durch. Ja, oh, Entschuldigung, Sir, wir haben Sie überfahren. Und raus hier. Das hat sich gelohnt, extra dafür. Oh, das sind so Poster. Das hat sich richtig gelohnt. Hier in Reisen, ja. Ist jetzt mitgenommen oder wieder nicht? Nimm mich mit! Meine Beine! Dödem! Oh, da hinten kommt noch ein Zug. Den nehme ich mit. Den klaue ich. Anhalten! Huch, du siehst den Lokführer. So, müssen wir hier hin? Da hinten ist irgendwo das Einsatzziel. Sorry, das ist ein Notfall. Du kannst den echt fahren? Ich habe den Zug geklaut! Yeah! Oh, jetzt wirklich wie GTA. Nur in Lego. Für GTA für Kinder. Und raus hier. Wo ist der Typ? Hey, du! Sofort anhalten! Nach Minenvorschrift 4 Absatz 5 darf niemand ohne Genehmigung in die Mine. Nicht während meiner Schicht. Die ist vorbei, wenn die Schichtsirene ertönt. Warum sage ich das eigentlich? Okay, wir müssen irgendwie die Sirene finden. Und hier brauchen wir so ein Ventil. Ich hab hier oben Rex Fury gefunden. Da ist er! Das ist halt echt, ne? Ist er wirklich, ja? Captain Rex. Wenn er seinen Helm absetzt, sieht er ja ganz anders aus. Ich habe einen Stein gefunden. Ey, ich bin so krass. Ich habe hier ein Ventil gefunden. So, jetzt geht's ja wieder zurück an die Arbeit für die Leute. Ja, mich nimmt keiner auf den. Oh, Schichtende. Wieder die Re Oh, wie der Gas gibt, ey. Rein da, Jabba. Rein geht's. Ich suche Clarence Stinker Fletcher. Andere Seite des Hauptstollens. Puh, kannst du nicht verfehlen. Geht hoffentlich bald in Rente. Pfui, Deibel. Als ob der so stinkt. Da ist er! Puste ihn weg. Mit dem Dynamit! Oh. Was zum Kuckuck? Okay, wer von euch Typen war das? Zum letzten Mal. Dynamit ist nicht zum Spielen da. Und du, zieh dir Schutzkleidung an. Aye, aye, Sir. Da gibt's das Bauarbeiter-Outfit. Ich das Ding auch, ja, aber jawohl. Jetzt ziehen wir uns erstmal um hier. Schutzbrille sogar. Ja. Ich kann jetzt Dynamit benutzen? Das wird ein echter Knaller. Das wird ein echter Knaller. Das wird ein echter Schaller. Ich hab mein rotes Outfit. Was kann man auch Steine zacken hier? Jawohl. Und hip. Du. Oh, hier ist Dynamit. Das kannst du nicht haben. Ich brauch mein Dynamit. Stimmt, müssen wir da die Gleise reparieren, aber oder? Wenn du die Gleise reparierst, darfst du den Wagen schieben. Ah, siehst du, sagt er auch. Müssen wir die Gleise rollen. Ich habe einen Dynamitautomaten gebaut. Ey, hier ist so ein Bohrer. Aua. Oh, mit ihm dürfen wir Dynamit uns holen. Alter, der holt ihn einfach aus dem Automaten raus. Geil. Kannst du das hier? Sprengen wir das in die Luft. Ja, hier darf ich, glaube ich. In Deckung. Bei diesen Fässern darf man bestimmt. Ohne dich wäre ich jetzt arbeitslos. Ja, kein Problem, Meister.
Boah, da kommen die Gleise. So, dann bauen wir die mal wieder auf hier für dich, mein Freund. Du hast die Gleise repariert. Beste Freunde für immer. Meine Luft. Boah, da sind sie. Was sind das denn für welche? Alter, die sind von Cobra Kai. Was für eine Explosion. Erst hat es voll. Das ist Stingray. Ich habe ihn besiegt. Und ich so. Oh, ich ertrinke. Oder so. Da bin ich Mine. Oh, gut. Beste noch mehr Cobra Kai, Leute. Und sehen die alle so gleich aus. Alter. Und trägt Cobra Kai mittlerweile nur noch so eine Weste. Aber sind die eigentlich alle One-Click? Ich glaube, da will jemand verhindern, dass ich Stinker finde. Aber hier darf man wieder sprengen irgendwo. Boah, ja, ich will. Ich kann das Dixie-Klo sprengen, Alter. Hilfe. Ich hoffe, da ist keiner mehr drin. Man auch läuft, also den typischen Arbeitergang. Ja, so laufe ich auch immer auf Arbeit. Ein bisschen Privatsphäre vielleicht? Super, ein Sprungbrett. Fühle ich mich gleich sicherer. Ja. Ich war nicht bereit! Boah. Komm runter hier aber. Alter, wo ist der Adlerschrei? Hilfe! Boah, bricht man da jetzt durch? Oh, mein Kopf fühlt sich an, als hätte ihn jemand als Rambock benutzt. Ey, warum springen wir hier eigentlich runter? Ja, wie tief geht's denn hier? Hilfe! Wo bist denn du? Ich weiß nicht, irgendwo weiter vorne. Da vorne ist ein Ventilator. Der wird mich zersäbeln hier aber. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Easy first try, you! Au, oh, ich wurde getroffen. Ist aber ganz schön tief, wie es hier ja runtergeht. Wir sind gleich am Mittelpunkt der Erde, ja, aber. Wir kommen gleich am anderen Ende wieder raus. Ja, schön cool. Also der Abschnitt gefällt mir eigentlich. Guck mal, wie geil hier sogar diese Kristalle an den Seiten so sind. Das sieht richtig gut aus hier. Wir fallen halt wirklich bis zum Mittel. Ich bin froh, dass ich meinen Fallschirm heute eingepackt habe. Hast du deinen Fallschirm auch eingepackt? Ein paar Ersatzhosen wären auch nicht schlecht gewesen. Oh, da gibt's so Dings, wir müssen da durchsegeln. Ich versuch's. Ich kam nicht dran an das eine. Ich darf mich nicht drehen. Nein, soll ich was? Wo ist das? Da, oh, ich bin schon perfekte zu tief. Perfekte Landung. Good. Ach, Mist. Das Wasser, okay. Bist du Stinke? Hey, du weißt schon, dass es einen Aufzug gibt? Nein. Oh. Nein. Ich bin genervt. Okay. Da kann man was bauen. Da springen wir auch runter. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Der schläft. Der ist wie du bei der Arbeit. Ach Mann! Wir sollten schon letzte Woche eine neue Bergbahn kriegen. Boah, 22.000! Ich brauche eine Menge Steine, bevor ich den Superbau benutzen kann. Oh. Das ist ganz schön viel. Müssen wir hier Steine sammeln? Och, nee. Ich glaube, wir können bestimmt so Supersteine finden, oder? Alter, ich habe Dynamite gefunden. Oh, das ist immer gut. Und Dynamite nutzen wir jetzt hier vorne. Tut mir leid, Mister. Mit dem Nickerchen ist es gleich vorbei. Das bringt bestimmt richtig dick Steine, was du machst. Ich habe hier auch noch einen Superstein gefunden, der bringt auch dick Steine. Hier habe ich so einen Steinauffangbottich oder sowas. Oh, hier ist ein Pressaufnahme. Da ist schon wieder einer von Cobra Kai. Boah, das ist Gary. Oder Larry oder Jerry. Larry. Hier ist ein Stein. Nice. Auch schon wieder auf dem Weg. Wir haben ja schon 19.000. Wo kommen die denn jetzt? Ich glaube, man kriegt die richtig schnell, wenn man diese Supersteine alle sammelt. Ja, bei dir geht's noch runter, ne? Wo ist denn das? Hier? Ja. Boah, was ist das denn? Oh ja, 10.000 hat der große. Alter! Ich glaube, die legen es hier drauf an, dass man auf jeden Fall genug kriegt. Da ist noch einer, da ist noch einer! Ich habe ihn verpasst! Wo denn? Direkt unter dir, da ist ein Steinhauch. Keinen Unfall mehr hatten. Gar nicht. Kannst da runterdrücken. Vielleicht brechen wir diesmal sogar den Rekord. Ja, ja, da drin. Das ist rashed. Super Bau, super Bau. Denn auf die andere Seite. Nein, ich steh noch drauf, Hilfe! Macht, ich bin direkt in der Bahn. Die Dinger sind nicht sicher.
Was? Die sind ja mir doch gerade erst gebaut. Oh, ich häng fest. Tschüss. Bin ich jetzt drin? Oder stehe ich da? Ja, ich bin drin. Warum ist hier ein Regenbogen drin? Pass mal auf! Oh, da ist schon wieder Cobra Kai! Oh, er hat einfach den Selbstzerstörungsknopf gefunden. Dafür haben wir jetzt so viel Geld ausgegeben und dann ist es so schlecht. Das sollte ihn aufhalten. Toll, unser Beine, ganzes Geld. Dran. Arme dran. Kopf dran. Immerhin bin ich noch in einem Stück. Alles drin. Ah, hier lang. Oh, die. Er macht einen auf Donkey Kong. Aber wirklich. Durken. Ah, oh, da ist schon wieder Cobra Kai. Oh, ich hab ihn einfach runtergestoßen. Oh, der ist die Fälle umgeworfen. Alter. Weg mit dir. Oh, du hast einfach direkt die Handschellen dran geworfen an ihn. Ne, das ist einer von Cobra Kai. Der patrouilliert einfach an mir vorbei. Der war einfach nett und du hast ihn trotzdem so, ihn so fertig gemacht. Hab Dynamit gefunden. Dynamit ist auch immer gut. Oh, guck mal, wir haben auch fast die Stats voll. Oh ja. Wir müssen einfach noch mehr Stats sammeln. Oh, oder sterben. Da, da. Kann ich noch was bauen? Oh, wie krieg ich das? Oh, guck mal. Ah ne, das bringt nichts. Erstmal hier aufmachen. Hier gibt es nochmal richtig dicke Stats für uns. Hier, wenn du den Automaten zweimal nutzt, dann kriegen wir auch dicke. Oh, okay. Kann man da jetzt von oben rein irgendwie? Ja. Ja, siehst du. So, dann Panzerknackern wir hier erstmal. Wie bist denn du da jetzt reingekommen? Von oben kann man reindroppen. Oh, ein Aufnahmegerät. Vielleicht ist darauf ein Hinweis zu finden. Fletcher Logbuch 3011. Ich wurde. Hä? Wer ist da? Auf ihn! Ja. Der wurde so verkloppt, ja, aber. Ich versteck das Aufnahmegerät, Boss. Sie haben Stinker. Aber vielleicht kann ich sie noch einholen. Wir sind fast auf wahrer Jedi. Aber uns fehlt auch noch ein Gold. Oh, was nein. Ist das denn? Warum geht's denn jetzt weiter? War das wegen dem Aufnahmegerät? War das das Levelende? Das ist richtig scheiße jetzt gelaufen. Rex Fury! Hör, was, der ist jetzt einfach da, Captain Rex? Hinter dir! Was? Alter! Wow! Lass den! Er kann sowieso nichts machen. Wie krass der ist. Mein Kontakt hat jemanden, der uns einen nagelneuen LKW besorgt. Captain Rex hat eine krass behaarte Brust. Oh. Hey! Hat mich ein Eiscremewagen gerammt? Könnte man meinen, aber nein. Du hast was auf die Mütze gekriegt. Gut, dass Dunby mich hergeschickt hat. Duke. Oh. Ich habe nach einem Bergmann gesucht. Aber Rex war schneller. Versuch nicht zu sprechen. Natalia, du bist meinetwegen hier? Nein, er ist okay. Aber wieso dann? Ich war in der Gegend. Ihr Paar wird vermisst. Was? Keine Sorge, Natalia, ich finde ihn. Ich finde ihn. Ohne dich. Ich hätte niemals gegen Rex Fury aussagen sollen. Wenn Rex ihren Paar hat und du ihn wirklich retten willst, dann solltest du erstmal lernen, dich zu verteidigen. Besuch mal diesen Typen. Er kann Kung Fu. Wir gehen ins Dojo, Jaba. Geil. Wir haben immer noch nicht wahre Polizist bekommen. Aber wir haben den freigeschaltet. Geil, Newberry. Wir waren wirklich echt close da. 90. Sag 94. 97. Oh, Alter. Nee. Wenn es hart auf hart kommt. Okay, Leute, ich würde sagen, wir hören jetzt hier aber erst einmal auf. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Vielen, vielen Dank natürlich fürs Dabeisein und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal.